Hallo lieber Skorpion, du hast Sonne, Trigon, Uranus. Januar wird ein bisschen hektisch anfangen. Du wirst sehr beschäftigt sein, sei es, weil du bei der Arbeit bist oder weil du zu Hause eine große Aufgabe zu bewältigen hast. Auf jeden Fall wirst du dir entweder viele Gedanken um jemanden machen oder jemand ist von dir besessen. Diese Aussage kann positiv, aber auch negativ je nach individuellem Horoskop sein. Am 2. des Monats hast du Merkur im Wassermann. Bis 26. Januar wirst du zu Hause vieles zu klären oder zu organisieren haben. Dein Arbeitsleben wird sich im Laufe des Monats verändern, weil manche Abläufe sich verzögern, Regelungen werden sich verändern oder du wirst manche Abläufe nicht wie gewohnt haben und das kann ein bisschen nervig sein. Auch am 2. des Monats hast du den ersten Neumond des Jahres in Steinbock. Dieser Mond ist ein Hinweis darauf, dass du schlechten Gedanken keinen Platz geben solltest. Eifersucht, Pessimismus und Verzweiflung sind nicht nur ungerechtfertigt, sondern sie sind auch giftig für deine Gesundheit. Ein Umzug oder Arbeitswechsel ist bald möglich. Zwischen dem 3. und 5. des Monats hast du Venus sextil Neptun. Starke Emotionen können deine Urteilskraft beeinträchtigen. Romantische Gefühle oder große Empathie werden zum Ausdruck an diesen Tagen gebracht. Du selbst oder jemand anderes kann gefühlsmäßig sehr verletzt sein, aber du wirst davon nichts erfahren. Zwischen dem 6. und 9. des Monats hast du Sonne sextil Neptun. Du wirst dich stark und mit ganzem Herzen für eine Person einsetzen, die deine Unterstützung braucht. Liebevolle Begegnungen und Gespräche sind möglich. Zwischen dem 10. und 13. hast du Mars Quadrat Neptun. Es können Probleme oder Situationen entstehen, die dich verzweifeln lassen. Egal welche Schwierigkeiten an diesen Tagen passieren, lieber Skorpion, du darfst keine schnellen Schlüsse ziehen. Das ist ganz wichtig. Danach am 14. hast du den ersten Merkur rückläufig, also wir haben Merkur dreimal pro Jahr rückläufig und das bedeutet bis Ende Februar musst du alles, was mit dem Thema Wohnsituation oder Familie verbunden ist, überdenken. Diesbezüglich sollte man keine unüberlegte Handlung vollziehen. Danach, zwischen dem 15. und 17. Januar, hast du Sonne Konjunktion Pluto. Man hat entweder vieles zu schreiben oder zu besprechen. Dein Fokus richtet sich auf die Vollendung einer wichtigen Angelegenheit. Am 18. hast du den ersten Vollmond des Jahres in Krebs. Neue Wege werden sich in deinem Leben öffnen, aber nur wenn du eine Situation vollständig loslässt. Am 20. haben wir Sonne im Wassermann eingetreten und das bedeutet bis 18. Februar fokussierst du dich auf die Umsetzung eines Plans oder die Vollendung einer Sache, die dich seit mehreren Monaten beschäftigt. Du wirst sehr viel Arbeit zu erledigen haben. Zwischen dem 21. und dem 23. Januar hast du Sonne-Konjunktion Merkur. Homeoffice und Arbeit zu Hause sind begünstigt. Du wirst ein langes Gespräch mit jemandem führen. Danach haben wir einen Planetenwechsel. Am 24. Januar ist Mars in Steinbock eingetreten. Und für dich heißt es, bis 3. März kann sich ein Prozess oder Situation in die Länge ziehen, insbesondere alles, was mit schriftlichen Formalitäten zu tun hat. Es kann auch sein, dass eine Sache, die ins Stocken geraten ist, sich endlich klären lässt. Zwischen dem 25. und 29. hast du Merkur Konjunktion Pluto. Das Gesundheitsthema kann in den Vordergrund rücken. Du wirst dich stark und intensiv mit einem Thema oder mit einem Menschen geistig auseinandersetzen. Und dann zum Schluss zwischen dem 30. und 31. Januar hast du Sonne Quadrat Uranus. Schwierigkeiten können im Bereich der zwischenmenschlichen Kommunikation am Monatsende entstehen. Lieber Skorpion, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig. Wenn du ein großes Rad für deine Zukunft brauchst, kannst du dieses auf meiner Homepage jetzt buchen. Ich wünsche dir viel Erfolg, lieber Skorpion, in diesem neuen Jahr 2022. Alles Gute für dich und bis zum nächsten Video.